diesmal geht es um dieses Thema Spike Gaps. Na, wisst ihr, was das ist? Spike Gaps? Wenn man sich da mit so einigen freie Energie-Bauanleitungen auseinandersetzt, bemerkt man, dass die ein oder anderen Erfinder da, mit Hilfe von Plasma zusätzliche Energie ins System mit reinnehmen, kann man das so ausdrücken? Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Zumindest scheint es erstmal so. Bei mir. Bei uns. Ja, vor ein paar Tagen saß ich da mit dem Mensch 2.0, dem Action for Free, ne, und dem Peshubi zusammen. Das Teil für eine Wirkung im Magnetfluss. So, dass es hier oben raus im Prinzip... Na. Ja. Eine Wirkung erzielt, wo es sich einfach abstößt. Ja, und dann? Dann zieht sich an. Guck mal hier, Silvester. Freie Energie! Yeah! Haben so ein bisschen aus Jux und Dallerei rumprobiert. Ja, und das ist schon verblüffend, wenn dann mehrere Köche an einem Brei kochen, was da so alles dabei rauskommt. Jedenfalls haben wir uns diese Maschine mal wieder vorgenommen. Die habe ich damals gebaut und habe sie eigentlich gar nicht weiter ausgetestet, weil ich diese Schrauben hier teilweise aus Versehen mit eingegossen hatte. Ja, aber da haben ja einige Zuschauer schon gesagt, dass da vielleicht ein bisschen mehr Potenzial in der Maschine steckt. Naja, jedenfalls, das, was wir eigentlich rausfinden wollten, haben wir dann doch nicht rausgefunden. Dafür haben wir andere Sachen bemerkt, die ganz lustig sind. Ja, eben das mit dem Spike Gap. Die Lampe! Das ist schöne Helligkeit! Yeah. Also, eine Doppelzündspule? Ey, aber das... Lambertini? Guck mal, die Lampe! Da ist doch Dynamik drin! Siehst du das? Siehst du das? Doch Energiefluss zu sehen, oder? Du siehst quasi, was an der pulsiert, ne? Irgendwie? Ja, du siehst die Anregung der Fläche. Oh! Und Lampe ran? Also, ein Pol? Ja. Ein Pol ran, zwei Pole ran. Schönes Licht. Ja, das ist Plasma, genau, mein schönes Plasma einfach. Aber bevor ich hier jetzt noch weiter sinnlos rumrede, ne, will ich das erstmal einschalten. Die normalen Bedini-Bastler, die schon ein bisschen mit Zündspule gebastelt haben, die können sich so halbwegs vorstellen, wie es angeschlossen ist. Für die, die jetzt neu einsteigen, also ganz normalen Bedini-Motor wickeln, ne. Dieses ganze Gedöns hier rundherum, das müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Jetzt kommt es nur auf diesen Lüftermotor an, der als Bedini umgebaut worden ist. Ja, und da holt ihr euch den Minus vom Gehäusetransistor von der Zündspule. Ne? Bei der hier ist es momentan so her angeschalten. Das ist eine Vorzündspule und da sind zwei Zündspulen in einer drin. Hm? Mit vier Anschlüssen. Ja, was jetzt auch komisch ist, ne, wir haben gegeneinander die Anschlüsse genommen. Normalerweise müsste man ja, hier kommt ja überall Plus raus, ne, und das eigentlich gegen Minus nehmen, aber komischerweise geht es auch so. Und den Plus von der Zündspule holt ihr euch ganz normal vom Plus vom Eingang. So, jetzt wollen wir erstmal das machen, wo ich auch schon mehrere Videos drüber gemacht habe, und zwar einfach nur eine Leuchtstofflampe damit zum Leuchten bringen. Und diese Seite hier hängt jetzt mal noch nicht drin, ne? Das ist jetzt nur oben dran. Das ist da, wo dann der Spike Gap kreiert werden soll. Aber erstmal ohne Spike Gap, ne? So. Wir ziehen jetzt um die 100 mA. Die flackern ein kleines bisschen und die Leuchterflampe, ja, geht schon relativ hell. Ja, mal ein bisschen noch dran rumregeln, mal gucken, wie hell wir sie noch kriegen. So, das ist das Anschlagpoddy ganz unten. Mal ein bisschen weniger ziehen. So hier, der hier vorne geht immer heller. Aber hier geht die Stromaufnahme natürlich auch hoch. Also hier ist schöner True-Teeth-Modus. Aber sehr viel heller als so hier kriegen wir die nicht. Jedenfalls nichts so weltbewegendes.
Gut, dann wollen wir mal unseren Spike Gap Generator mit reinkriegen. Okay, und einschalten. Ha? Das geht schon ein bisschen. Ja, jetzt, Moment. So, hier wollten wir es haben, genau. Das ist schon ordentliche Leuchtstärke jetzt. Bei einer ganz bestimmten Einstellung von diesem Spark Gap hier leuchtet sie ganz besonders hell. Dann nochmal. Jawohl, das ist schon ordentliche Leuchtstärke. Jetzt hängt den Spark Gap gemeinsam und pendelt auch bei ordentlicher Stromaufnahme rum. Ja, wir sind jetzt bei 10 Volt. Ob wir das noch mehr tun können. Der hier leuchtet auch ordentlich. Aha, so ist noch heller. So, bei 600 mA. Hier irgendwo ist dann der Knackpunkt. Also faszinierend ist das schon irgendwie. Ohne Spark Gaps ist er nur so hell und mit Spark Gaps ist es so hell. Ohne Spark Gaps hat so eine Aufnahme und jetzt kommen die Spark Gaps dazu. Ja, ohne Spark Gaps hat sie die Helligkeit und mit Spark Gap hat sie die Helligkeit und zieht viel weniger Strom.